Hallo und herzlich willkommen zum nächsten AOE4Cast, zum nächsten Qualifizierungsmatch. Natürlich auch hier Best of 5. Wir haben einmal in Orange den Kanadier Iron Magic. Und der spielt gegen den chinesischen Spieler in Pink. Da haben wir Caesar beim Team Elephant. Dafür steht das EL vor seinem Namen. Und ja, Matchup ist Johanna von Orleo gegen Heiliges Römisches Reich. Und wir sind dazu auch auf dem friesischen Sumpf, wie man schon erkennen kann. Das Ding mit den ganzen Tümpeln, wo es viele Küstenfische gibt. Und ja, die beiden eben ein weiteres entscheidendes Best of 5, wer sich fürs Hauptturnier qualifizieren kann. Friesischer Sumpf entsprechend unsere Startkarte, die blieb also am Ende übrig. Gebannt wurde einmal von Caesar, Rocky Canyon und Bridges. Also die Brücken sehen wir ein weiteres Mal nicht. Mal gucken, wann wir die kriegen in diesem Turnier. Und auf der Gegenseite, Iron Magic hat mongolische Höhen und Cliffside rausgenommen. Hat sich dann für Coastal Cliffs und Holy Island gepickt. Und Caesar, Trockenes Arabien und die Schlucht war dann seine Wahl. Und auch hier ist es wieder so, dass die Zivilisationsbands sehr, sehr ähnlich sind. Beide haben sich gegenseitig die Chinesen, die Osmanen und die Rus ausgeschaltet. Also auf die hat keiner der beiden Zugriff. Dann gibt es einmal noch die Ayyubiden, die hat Iron Magic gebannt. Also Caesar darf keine Ayyubiden spielen, umgedreht. Caesar hat die Malier gebannt. Und dann gibt es auch noch die Zivilisationspicks tatsächlich, die man dann verwenden darf. Und die sind unterschiedlich von den beiden. Wie man hier sieht, Johanna von Orleo im Einsatz für Caesar. Dazu das Delhi-Sultanat, die Engländer, die Malier, den Drachenorden und die Abbasiden-Dynastie. Auf der Gegenseite Iron Magic, der hat sich neben dem Heiligen Römischen Reich noch Zuzis Legacy gepickt. Die Byzantiner, die Japaner, die Ayyubiden und die Mongolen. Also ist tatsächlich deutlich mehr auf den neueren Zivilisationen unterwegs. Aber jetzt erstmal unser Startmatchup. Wir werden hier einmal eine Ahner Kapelle kriegen und eine Kavallerieschule ist auch schon unterwegs. Das ist keine Überraschung, dass wir das kriegen. Eben Johanna versucht dann ihre Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dann werden wir mit königlichen Rittern dann auch ein bisschen Druck machen. Auf Iron Magic Seite eben mit der Ahner Kapelle. Im Prinzip schnelle Ritterzeit wäre natürlich geil, wenn man da hinkommt. Wenn man sich da hochackern kann, die Reliquien einsammelt mit der Regnitzkathedrale. Und dann kann man wirklich massiv stark ins Spiel starten. Da wird aber jetzt erstmal eine Verteidigung notwendig. Man sieht tatsächlich hier, Caesar geht schon raus und sammelt hier die Küstenfische. Das kann er sich leisten, weil er ist auch derjenige, der plant, quasi auf der Map aktiv zu werden mit den ersten Militäreinheiten, mit dem königlichen Ritter, der hier gebaut wird. Das ist nicht verwunderlich, dass er sich hier weiter rauswagt, weil er quasi das mit Offensive absichert. Iron Magic ist aktuell nicht daran interessiert, irgendwelche Einheiten zu bauen oder irgendwelches Militär zu bauen. Stattdessen gibt es erstmal einen defensiven Außenposten, in der Hoffnung, dass man sich damit ein bisschen schützen kann. Und man sieht, Nahrung und Gold steigt für Iron Magic, also da der Plan in Richtung Ritterzeit eben. Ressourcen werden angesammelt und interessant, Caesar entscheidet sich für die Bogenschützenversion von Johanna. Die Jägerin, also Fernkampfeinheit anstatt Nahkampfeinheit, man sieht eigentlich ständig ihren Nahkampf. Und dann geht sie auf Wildschweinjagd, aber in dem Fall soll sie hier den Push unterstützen, weil sie dann quasi jetzt schon Fernkampf ist, man braucht kein extra Gebäude dafür. Und mit ihrem Pfeil, den sie hat, der göttliche Feier macht sehr viel Schaden. Das 40 Damage. Ein Dorfmon hat aktuell 50 Hitpoints, wenn keine Textilien darauf sind. Also man muss quasi zwei Treffer per Pfeil so landen. 5 Damage und dann noch einmal den göttlichen Pfeil hinterher. Und dann hat man einen Dorfmon-Kill. Währenddessen hier aber Skischaden sind drin im Außenposten von Iron Magic. Er will auch noch einen zweiten Außenposten aufstellen. Also er will die Position noch stärker absichern. Aber da gibt es Ärger mit dem ersten königlichen Ritter. Der zweite kommt dazu. Es gibt den ersten Dorfbrunnen-Kill. Tatsächlich Iron Magic. Er hat schon 900 Nahrung und 530 Gold. Also es fehlt nicht viel Gold. Der hätte quasi, hätte eigentlich an der Goldader durchziehen können. Aber dafür bekommt jetzt tatsächlich den ersten der königlichen Ritter. Das Dorf hat so viel Schaden rausgepumpt mit der Salve, dass der Ritter verstorben ist. Johanna kriegt auch ein bisschen was ab. Und jetzt kommt der Konter aus dem Posten. Und jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass man dieses Gold noch zusammenkratzt. Weil 600 wären benötigt, dass man das Wahrzeichen mal bauen kann. Dann hat Iron Magic dann ein bisschen besseren Stand. Also er versucht, das Gold zu sammeln, aber ihm fehlen halt doch noch über 50. Er hat eine 4 Dorfbohne hier, also da geht nicht so viel. Er wird jetzt nach und nach eine Stufe Gold abgegeben. Jetzt hat er 570, also es fehlen noch 30 Gold mehr oder weniger. Okay, er hat sich aber jetzt hier unten schon hingepflanzt, wie man sieht. Also er versucht, die zweite Goldader zu aktivieren. Nachdem er das Gefühl hat, dass hier oben wird nichts. Diesen Außenposten kann er nicht wirklich stoppen. Johanna eben mit dabei. Da kommt sie nochmal mit rüber. Wollte den Pfeil absetzen. Hat es aber nicht weiter geschafft gerade. Ist der Dorfbrunner, wie viele Hitpoints hat der? 40. Okay, ja, da sieht man genau die Kombo. Sie hat nochmal einen normalen Pfeil gemacht und danach sofort den göttlichen Pfeil gezündet und damit den Kill gesichert. 40 Hitpoints eben. Dafür 4 kassiert sie gerade sehr, sehr viel Schaden. Und geht runter auf 14 Hitpoints tatsächlich. Also lebt gerade noch so. Der Außenposten wird eben fertig. Hat schon ein bisschen Schaden gefressen, aber die Goldader kann man damit blocken. Eigentlich ist unten der Wechsel auf die neue Goldader geplant und die Regnitzkathedrale ist jetzt ebenfalls unterwegs. Also Wahrzeichen wird gebaut, Stall ist auch schon da.
Aber für Ritter bräuchte er dann nochmal mehr Gold. Ist Fire Magic das Problem. Also er muss dann hier unten sammeln an der anderen Goldader. Währenddessen bei Caesar zu Hause gibt es einfach mehr königliche Ritter. Also interessiert das gar nicht weiter. Einfach mehr Militär. Das Leben wird natürlich schwieriger, sobald der Gegner mal die Ritterzeiten mit dabei hat. Währenddessen dieser Außenposten. Also langfristig würde der in Orange gewinnen. Hinten tatsächlich der Dorfbonus auch noch ein paar Küstenfische mitnehmen. Und die Armee wandert jetzt natürlich runter an die wichtige Goldader, dass man hier nichts weiter sammeln kann. Da gab es noch keine Stellungen. Es gibt auch keine weiteren Steine dafür, um weitere Stellungen zu bauen. Die Dorfbonus können sich aber hier ein bisschen besser einquartieren und sich in Sicherheit bringen. Trotzdem, der Schaden ist jetzt nicht so spektakulär. Die Ritter tanken das eine ganze Weile durch. Regnitz Kathedrale wird fertig. Die Frage ist eben, wie gut kommt man aus der Base raus? Erstmal braucht man ein paar Einheiten, um den Prälat rauszuschicken. Hier oben, das könnte tatsächlich versuchen, die Reliquie. Die ist eigentlich machbar. Und Iron Magic hat den Außenposten. Er würde sehen, dass hier quasi keine Präsenz ist vom Gegner. Da könnt ihr hinwandern, weil die erste Reliquie bringt schon einiges. Die 160 Gold pro Minute sind schon gut was wert. Und die Frage ist eben, was sie soll jetzt gerade noch draus machen. Der baut noch mehr Ritter, also er versucht trotzdem weiter anzugreifen. Erste Ritterstufe 3 kommt jetzt bei Iron Magic. Da wird weitere Prälat gebaut, und der Prälat wirklich, er versucht noch den Schleichweg außenrum am Wald entlang, dass er möglichst spät erst gesehen wird. Aber da ist der Außenposten, das heißt, das hat Caesar eigentlich hier die ganze Zeit gesehen, er ist noch nicht in der Gegend, um das wirklich abzufangen. Und Iron Magic sieht das auch, weil auch diese Außenposten geben gut Vision auf die ganze Fläche. Ist die Frage, ob man rechtzeitig bis zum Außenposten kommt. Da wird man wahrscheinlich noch den Prälaten wegchargen, aber dafür müssen die Ritter ziemlich tief ins feindliche Gebiet. Da sieht man, das ist der Ritter Stufe 3 gegen viele Ritter Stufe 2. Und das im Alleingang schafft er nicht. Er wollte dem Prälaten noch ein bisschen Zeit verschaffen. Der kann auch ein Volodo zünden, um ein bisschen Zeit rauszuschinden. Aber Überlebenschancen stehen wahrlich schlecht. Stellt sie ihn hinter der Ecke auch. In der Hoffnung, dass er nicht gefunden wird, aber ja, keine Chance. Und damit die Reliquie liegt. Der Prälat am Boden. Parallel gibt es hier kurzen Wolfsarg. Und der Wolf holt sich den Kill. Der Wolf hat das gewonnen. Natürlich ärgerlich für Caesar, dass er das da verliert. Er ist ein Außenposten, leidet weiter. In der Mitte warten weitere Einheiten. Er baut halt richtig viel. Nochmal 3 weitere Ritter und Rittertum unterwegs. Also hat wirklich Interesse daran, das noch weiter zu pushen mit seiner Armee. Aber hier die Goldader läuft. Die Ritter in Orange werden mehr. Iron Magic wird stärker ab hier. Ist die Frage, wie viel Caesar das Spiel dann weitergeht. Er versucht noch die Reliquie irgendwie zu blockieren. Ja, die Vision ist relativ gut, dass er weiß, wenn hier der Prälat. Er hat vorhin gesehen, dass der Prälat hier angelaufen ist und wollte ihn entsprechend gerade suchen gehen. Gibt auch gerade nur den einen Prälaten in der Aachener Kapelle, also meistens eh nicht da. Die Frage ist, ob die Ritter dann irgendwann hier diesen Kampf mal gewinnen können. Also die Stufe 3 Ritter von Iron Magic, ob sie irgendwann mal genug sind für sowas. Es sind halt 12 feindliche Ritter auf dem Feld, das ist schon einiges an Masse. Aber dann ist er die Truppen ständig verfolgt. Mit das Nyana hängt hier auch mit ab, schießt ein paar Pfeile mit rüber. Göttlicher Pfeil wurde auch mit eingesetzt, mir das tut auf einem Ritter auch weh. Das geht nämlich fähigkeitstechnisch durch die Rüstung durch. Dass er richtig gesehen habe. Also da kriegt man flat 40 Schaden. Das ist egal, wie viel Rüstung mit dabei ist. Und jetzt Reliquie soll bewacht werden, aber Reliquie soll auch freigeräumt werden. Das ist immer noch Stufe 2 gegen Stufe 3. Also langfristig sollte der Ritter in Orange das Ding gewinnen. Ritterturm wird ihn da erstmal nicht retten. Diesen einen Ritter von Caesar. Er hat zwar die Schmiede abgeht, ist er besser unterwegs. Aber das kompensiert das auch nicht. Die Einheit hat einfach mal deutlich mehr Hitpoints. Kann weiteren einen Angriff aushalten und weitere eigene Angriffe austeilen. Und die erste Reliquie wird endlich was für Iron Magic. Es hat ewig gedauert und jetzt sein Ritter im Alleingang. Kriegt sofort Schwierigkeiten und bleibt stehen. Und das ist fast sein Todesurteil. Kann sich aber selber einquartieren tatsächlich hier. Und da kommen jetzt die eigenen Ritter. Das ist jetzt 7 zu 15. Ja, Schmiede-Upgrades sind auf jeden Fall noch der Vorteil für Caesar. Da ist er besser unterwegs. Da holt auch ein weiteres mit dazu. Trotzdem, er ist halt zeitaltertechnisch steckt er immer noch in der Feudalzeit fest und das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Auch wenn er da weiter und weiter rauswandert. Hier jagt er noch feindliche Ritter, die wollten die Dorfbohnen angreifen. Erste Reliquie jetzt eben da, das heißt ein bisschen mehr Gold für den Spieler in Orange. Das entlastet seine Goldader hier ein wenig. Ja, 10 Ritter zu 17, also massetechnisch holt Iron Magic da auf. Seine Wirtschaft läuft ordentlich mit Inspiration. Hat auch tatsächlich ein paar Dorfbohnen mehr interessanterweise als Caesar. Da kommen jetzt Felder an die Aachener Kapelle. Weil die Nahrungsversorgung läuft so langsam, man muss also umswitchen. Währenddessen das Gold jetzt eben aktiv und passiv unterwegs. Rittermasse wächst weiter und weiter. Und oben gibt es immer noch hier und da eine kleine Jagd. Auf eins Einheiten, der Ritter ist kurz vorm Umfallen. Ein letzter Angriff würde reichen. Das Nyana hat er nochmal einen Wolf mitgenommen. Kann auch die eigenen Truppen natürlich unterstützen mit ihren Fähigkeiten. Und da kommt mal kurz der Ritter-Charge. Hier sind noch nicht alle Ritter von Caesar da. Entsprechend gibt es die ersten Probleme. Die ersten beiden Ritter fallen. Und da merkt man eben, wie sehr die Situation kippen kann für den Spieler in Pink. Also Caesars Position auf der Map ist nicht mehr so dominant,
wie noch vor ein paar Minuten. Ich muss jetzt mehr und mehr aufpassen. Das kann schief gehen. 18 zu 12 ist da die Masse. Zumindest noch ein einzelner Ritter, den man angehen kann. Und bei ihm zu Hause ist halt immer noch... Ja, es wird jetzt Holz einiges angesammelt. Fällt da noch keine. Aber ansonsten es hat halt sehr viele Ritter produziert. Und da fließt seine ganze Ressourcenmasse rein. Ins Gold, Nahrung fließt in die Stelle. Da sieht man noch, ein Wein ist gezündet, dass die Rekrutierung etwas günstig abläuft. Aber trotzdem muss man da immer noch sehr viel rein investieren. Neben Masse Tennis 13 zu 21. Aber Magic wagt sich so langsam auf die Map. Weitere Reliquie konnte er bisher nicht erreichen. Das blieb ihm bisher verwehrt. Währenddessen Siso Rittertum hilft, um die Einheiten in Stand zu setzen. Währenddessen waren aber Prälaten im Einsatz für iMagic, um das ebenfalls zu tun. Tatsächlich könnte sich inzwischen mal iMagic um hier den Außenposten kümmern und die Mühle, dann wäre die Vision zumindest weg. Dann könnte der Gegner nicht mehr sehen, ob Prälaten da die Basis verlassen oder nicht. 14 zu 24 rettet jetzt die Goldader. Sie schwächelt halt schon. Die Dorfbewohner gingen auch gerade schon zurück, hatten Angst, dass da was vorbeikommt. Weil die Rittermasse ist schon auch gefährlich. Einzige, was fehlt, ist der Fangkampfschaden, aber der ist auch nicht so wichtig, wenn man einfach nur mit königlichen Rittern spielt. Und da, ja, da gibt es kurz die Fackelrunde auf den Außenposten, der brennt. Oder so früh oder spät ein Ende finden. Und auf der Gegenseite, da gibt es einen Besuch vom Späher. Tatsächlich ist das keine gefährliche Einheit. Die Dorfbewohner wollen den trotzdem loshaben. Rittermasse wächst weiterhin, wobei jetzt bei Siso wächst auch der Ressourcenpuffer. Also sein Plan ist es dann doch, Ritterzeit mitziehen. Braucht aber dafür noch etwas Zeit brauchen. 18 zu 25 Ritter. Währenddessen holt natürlich iMagic in der Anzahl der Ritter deutlich auf, wenn der Gegner da gerade stillsteht. Ja, da sieht man eben genau das Thema. Außenposten ist weg, das heißt, die Vision ist viel, viel mehr eingeschränkt. Also kann sich der Prälat besser durchschleichen, wobei er hier freundlicherweise an der Mühle vorbeilaufen. Hier könnte den Fight vorbeikommen, da wurde jetzt erstmal Johanna weggecharged, weil sie eben deutlich langsamer ist zu Fuß. Und 20 zu 25 Ritter, aber Stufe 3 zu Stufe 2. Das ist gefährlich für Siso, was hier gerade abgeht. Und er ist immer noch nicht so weit. Selbst dann sein Warzen muss er erstmal bauen, das Abgib muss er erstmal dazu holen. Da kommt jetzt erstmal ein Power Spike für den Spieler in Orange. Verhältnismäßig. Da kommt noch das plus 1 Nahkampfschaden noch mit dazu. Und wir für Siso jetzt einfach Neuorientierung, Rückzug und Zeit, ein Wahrzeichen zu bauen. Währenddessen schnappt sich jetzt iMagic mehr und mehr von der Map. Eben die Reliquien möchte er haben, um sein Gold weiter zu verbessern. Na klar, die Goldadern, die erste Adder bald weg. 600 Gold verbleibend. Die zweite, da sind zumindest noch 3000 da. Und ja, die Rittertruppe in Orange kommt vorbei. Und das ist jetzt genau dieser Zeitpunkt, wo Siso eigentlich sein Wahrzeichen bauen wollen würde. Aber da gibt es Besuch. Im Dorfbund wurde hier bereits komplett zurückgezogen, weil die ganzen Küstenfische schon weg sind. Hier draußen wird ebenfalls nicht gearbeitet. Also sehr viel Stillstand jetzt im Außenbezirk. Die Ritter haben sich ein bisschen nach vorne gewagt. Die Dorfbund aber alle ja komplett am Nachhause wandern. Die Ressourcen sind da. Also Siso kann sein Wahrzeichen bauen. Es wird einmal das Königliche Institut. Er kann es auch dringend gebrauchen. Masse Tennis, wenn dessen Ritter 26 zu 27. Also das wird dann auch interessant. Wobei er kann sich mit dem Institut die königlichen Blutlinien ranholen. Das würde ihm wieder einen Vorteil verpassen. Mit dem deutlich mehr Hitpoints auf den eigenen Rittern. Zudem bekommt er dann das Schmiede-Upgrade geschenkt. Also das macht es für Siso die Sache dann ein bisschen angenehmer. Das Upgrade braucht er noch, wichtigerweise. Und dann kann er sich wieder Vorteile mit den Rittern aufbauen. Das ist möglich. Wobei er massetendisch gerade ein bisschen zurückfällt. Und da bekommt zumindest einen Ritter vom Gegner noch. 28 zu 27, die Gesamtanzahl. Einfach eine Ritterhorde auf der Karte. Irgendwann treffen die aufeinander. Der Wahrzeichen ist da. Aber eben Upgrade noch nicht. Das sollte jetzt noch starten. Und das wird auch, ja, da kommt sogar beides. Da kommt königliche Blutlinien und da kommt die Veteraneneinheit. Also die Ritter bekommen einen massiven Powerboost. Währenddessen Reliquien-Tennis wurden zwei weit reingesammelt. Also iMagic mit 6 Reliquien unterwegs. Verbessert sein Goldeinkommen deutlich und Nahrungstennis. Er sammelt jetzt mit mehr Felder um der Aachener Kapelle herum. Also Nahrungsversorgung wird da auch besser. Es ist alles vorbereitet für massenhaft Ritter. Und damit geht es dann einfach weiter. Noch und noch mehr Ritter aufs Feld stellen. 30 zu 27 ist momentan die Masse. Hier gibt es einen kleinen Rennrun bei. Dorfbund ist aber eben alle zu Hause. Aber ist die Frage, was kann Siso noch zu Hause sammeln? Er hat jetzt ja auch noch keine Felder. Ja, hier tummeln sich sehr viele Dorfbohnen, aber die werden sich dann doch ziemlich schnell durch die ganzen Schafe durcharbeiten. Das wird nicht endlos halten. Mein Goldadder technisch, die hier ist auch gleich aufgebraucht. Die hier vorne hat er auch schon 1300 Gold weg. Also für Siso, er wird dann wieder rausgehen müssen, auch wenn er sich die letzte Zeit anders überlegt hat. Sich recht kompakt eigentlich hält. Ja, hier selbe Geschichte, die Goldadder wird bearbeitet und jetzt soll es die ersten Speerkämpfer tatsächlich geben. Es wird doch mal was anderes gebaut als Ritter von den beiden.
Es ist iMagic, der damit anfängt, mit den ersten paar, mit dem ersten Sperrkämpfer wirklich. 35 zu 30 Ritter währenddessen auf dem Feld. Aber königliche Blutlinie ist glatter. Das heißt, jetzt nochmal der Schub der Hitpoints nach oben. Von 230 eine Stufe höher auf 310. Also massig mehr Hitpoints. Das heißt, iMagic bräuchte für den Kampf deutlich mehr Einheiten und natürlich auch bessere Upgrades. Er geht jetzt erst auf das Nahkampf-Rüstungs-Upgrade. Dieser Gegner hat schon Nahkampfschaden 2. Johanna eben auch mit am Start. Und hier soll das Getümmel losgehen. Beiden prallen in Kürze aufeinander. Wobei, das wäre jetzt hier ein defensiver Fight mit dem Außenposten. Das Dorf dann aber auch in der Gegend. Die Prälaten könnten mit Heilung mithalten. Also mal sehen, wie der Kampf tatsächlich wird. Sisor will es versuchen. Der knallt hier einfach voll drauf. Ist ihm egal. Johanna eben mit ihrem Pfeil kann aber Zusatzschaden rausteilen. Kann auch gleich die Heilung wieder einsetzen. Man sieht aber, die Ritter von oben schlägt sich für iMagic gerade ein bisschen besser durch. Hier unten muss er einfach durchhalten. Die kloppen es jetzt einfach endlos. Da kommen jetzt ein paar Sperrkämpfe da reingelaufen. Da ist eben Heilung mit am Start. Die Prälaten geben ihr Bestes. Der Außenposten schießt auch mit, ist voll gefüllt. Also da kommt sehr viel Feuerpower mit dazu. Johanna ist jetzt ebenfalls auf einem Pferd, hat ihr Stufen-Upgrade bekommen. Trotzdem, die Armee von iMagic hält sich hier sehr, sehr gut, muss man sagen. Mitunter dank der Prälaten. Beißt sich dann nach und nach den Ed noch, hat auch die viel kürzeren Reinforcement-Wege. Das heißt, seine Einheiten sind schneller aus der Produktion an der Front, können weiterkämpfen und massetechnisch 23 zu 12 Ritter. Das hat nicht funktioniert für Caesar. Er hat da einiges mehr verloren, wird jetzt zurückgedrängt, kann den Speer nochmal mitnehmen, aber hat rittertechnisch einiges verloren. Immerhin hier, Johanna schnappt sich nochmal einen Snipe. Mit dem Pfeil, jetzt ist aber gerade der Pfeil nicht mehr verfügbar, kein Vorrat mehr vorhanden. Sperrkämpfer laufen mit nach vorne, die Prälaten kommen ebenfalls mit. Ja, ressourcentechnisch sieht es natürlich für Caesar auch nicht so geil aus. Er hat weniger Dorfbohnen und er hat keinerlei Reliquien. Also sein Gegner lebt im größeren Luxus. Ja, man sieht das, gleiche Nahrung, gleiches Gold, aber dafür nochmal 700 statt 70 Holz pro Minute. Da liegt gerade der Vorteil von der iMagic Economy und jetzt ist genau dieser Zeitpunkt eingetroffen. Die Nahrung am Dorfzentrum ist leer, die Dorfbohnen müssen weiter, die Bärensteuer sind auch fast aufgebraucht. Also er muss wieder auf die Map und weitersammeln, nachdem er sich von da zurückgezogen hat. Das kostet Zeit, das kostet quasi auch Geld. Und das gibt iMagic mehr Möglichkeiten, sich selbst auszubauen. Sattelzwiesel kommt noch für mehr Sturmangriffsschaden. Heilung kann jetzt nochmal verwendet werden für die ganzen Ritter. Das sind viele sehr, sehr verwundet. Gold hat er noch 1700, wie sieht es mit der hier aus? 1900, also relativ ähnlich im Gold. Da kommen noch die Marschübungen für die Infanterie, Schubkarre. Doppelseitige Breitachs tatsächlich noch für noch mehr Holz. Feldertechnisch hier ist noch mehr erweitert worden. Die ganze Konstellation und eventuell, wenn der Wald dann fällt, werden da nochmal ein paar Felder reingesetzt. Hauptsache die Nahrungsversorgung läuft, die ist essentiell, um Einheiten zu bauen. Die ist mit der dank der Aachener Kapelle ziemlich solide aufgestellt. Und das Gold eben dank der Reliquien ziemlich solide aufgestellt. Das geht jetzt die erste Reliquie auch an Caesar. Also er macht da Fortschritte, trotzdem, er hat jetzt die gleiche Anzahl an Ritter, sein Gegner aber Sperrkämpfer 15 Stück mit dabei. Also einen direkten Kampf kann sich Caesar nicht so einfach leisten. Auch wenn es seine Ritter die stärkeren sind, er hat das Problem, er hat keine Sperrkämpfe mit am Start und auch keine Bogenschützen. Er hat Johanna, die seine einzige Fernkampfeinheit nach wie vor ist. Weil die macht nicht schlecht Schaden, aber die macht halt trotzdem nicht genug, um 17 Sperrkämpfe mal auf einmal auszuschalten. Das kann sie dann doch nicht. Die Sperrkämpfe werden gleich schneller dank der Marschübungen. Ja, der ganze Trupp setzt einmal zum Turbo an. Die Prälaten eben auch immer noch mit dabei mit der Heilung. Also die Lage ist schwierig für sie. So, er versucht sie trotzdem auf der Map zu behaupten. Wie man sieht, er wandert eben weiter. Er hat noch immer keine Felderumstellung. Das war etwas, was iMagic schon lange hinter sich jetzt hat. Man sieht, er hat die ganze Konstellation hier. Immer noch mehr Dorfbohnen kommen da an und sammeln die Nahrung darunter. Das heißt, er muss sich da nicht weiter rauswagen aus dem Gebiet. Sein nächster Fokus wäre dann eine bessere Goldader. Eine frische Goldader. Bei ihm da die Reliquien aktuell auch noch sehr gut versorgen. Und hier der nächste Kampf beginnt, aber massetechnisch kann sie so einfach nicht mithalten. Er hat ein paar Ritter mehr, aber es sind halt 21 Sperrkämpfe mit drin. Sobald die mit reinstechen, sieht es für die königlichen Ritter auch nicht so toll aus. Ich meine, Johanna kann auch noch ein bisschen mithelfen. Die Prälaten sind auch immer noch mit dabei, so Heilung ist mit aktiv. Johanna kann auch wieder den AOE-Heal mitzünden. Das wird helfen, einmal die ganze Armee zu versorgen. Da ist der AOE-Heal, also wirklich rund um Heilung. Massenhaft Hitpoints, aber auf der anderen Seite ist der Heal halt konstant mit dabei. Die Sperrkämpfe peaks mit rein. Massetechnisch 19 Ritter zu 28. Bisher hält sich Caesar ganz ordentlich. Kampf ist in der Mitte der Karte. Beide brauchen ähnlich lange, um hier nach vorne zu kommen mit den Einheiten. Aber auch hier wieder ist es Caesar, der zuerst bricht und zurückgeht. Hat zwar die gegnerischen Ritter deutlich kleiner geschlagen, aber es hat 22 Sperrkämpfe jetzt im Weg. Und die Prälaten sind auch immer noch alle mit dabei. 7 Stück inzwischen. Die Ritter werden dessen alle angeschlagen. Die brauchen jetzt eine ganze Zeit lang, um wieder kampffähig. Das heißt, müsst jetzt 2 Minuten warten, bis das Rittertum so weit einsetzt, dass man die Hitpoints wieder hat. Das sind sogar mehr als 2 Minuten, das sind eher 3. Das wäre Minute 25. Bis dahin kümmern sich eben die Prälaten auch um die ganzen Einheiten. Heilen alles hoch, übernehmen die geweihte Stätte. Und die 4. Reliquie ging sogar auch noch an iMagic, also das waren dann 8 Reliquien, noch mehr Gold für ihn. Hat sofort die nächste Goldader nebenan und das Ding sollte auch in Kürze leer gehen. 1000 Gold sind noch drauf. Ja, hier sieht man immer noch keine Felder, das heißt, nahrungstechnisch ist es für sie so immer noch wackelig, was hier passiert.
Sammelt hier noch die Rehe runter, dann muss er weiter. Sammelt hier die Fische runter. Ich meine, er hat noch Fischquelle, aber er muss halt deutlich weiter nach oben. Das verbreitet sein Gebiet deutlich. Man sieht ja, wie kompakt Iron Magic im Vergleich dazu immer noch steht. Seine Produktion vor seiner ganzen Nahrungsversorgung hier. Die Nahrungsversorgung wird entsprechend erweitert, jetzt wo der Wald kleiner gemacht wurde. Die Weite steht ja auch noch mit dabei. Noch mehr Gold für den Spieler in Orange. 71 zu 64 in den Dorfbrunnen. Es geht einfach nach vorne, weil einmal schnell sich, ich habe die Masse, ich kann mir das leisten, wird Zeit, die nächste Schlacht zu ziehen. Schmied-Upgrades hat inzwischen auch noch ein bisschen mehr aufgeholt, aber nicht viel. Aber da kommt das nächste Nahkampfschaden-Upgrade mit dazu. Und hier seine Armee versucht ihr Bestes. Ist das genug? Die Ritter sind immer noch angeschlagen von Caesar. Der versucht sie eben jetzt durchzuarbeiten mit den Rittern nach und nach. Die Sperrkämpfe sind trotzdem ein Problem. Die Prälaten sind auch ein Riesenproblem. Die heilen wirklich sehr, sehr viel hiergegen. Sorgen dafür, dass die Netten länger am Leben bleiben und damit noch mehr Schaden austeilen können. Und so langsam wird es für die Armee von Caesar kritisch. Er hat viele angeschlagene Ritter und es waren immer weniger. Die Sperrkämpfe sind immer noch präsent. Peaks sind immer noch Einheiten nieder. Und jetzt ist man schon am Außenposten angekommen. 48 zu 18 Militär, das ist mehr oder weniger gelaufen für Caesar. Da kommt er doch nicht mehr hinterher. Er hat zwar noch eine Masse, aber die ist deutlich kleiner inzwischen. Und der Gegner hat trotzdem noch Sperrkämpfe mit oben drauf. Und jetzt wird die Goldader geblockt. Das heißt, mit Ritter ist dann gar nichts mehr los. Caesar hat tatsächlich einiges an Nahrung, einiges an Gold. Aber er bräuchte im Prinzip einen Wechsel an Einheiten. Wobei er bräuchte eigentlich beides. Er bräuchte sowohl weitere Ritter als auch Bogenschützen, um die Sperrkämpfe irgendwie loszuwerden. Also es wird sehr, sehr schwierig für ihn werden. Weil das dann kommt für Iron Magic einfach mal noch mehr Masse. Hat 44 Dorfbohnen auf Nahrung. Also die Ressourcenversorgung sieht inzwischen etwas übel aus für den Spieler in Pink. Er kann halt nichts wirklich mithalten. Muss eben auch hier die Dorfbohnen bisher schickt sie weiter. Ich glaube, er will sie einfach ein bisschen Sicherheit bringen, weil hier gibt es schon den Besuch. Wo sind die Dorfbohnen? Das ist quasi jetzt die Suche. Da ist die Goldader in Bearbeitung. Die Goldader hat noch ihre 500 und da gibt es den Counterattack mit den Rittern hier. Da ist aber Außenposten, Dorfzentrum in der Gegend. Und die Ritter treffen auch hier nochmal auf Gegenwehr. Wenn Johannes mit dabei, kann unterstützen. Hier, die Einheiten laufen einfach quer rein ins Gebiet und wollen die das Dorfzentrum abfackeln? Es war gerade der Gedanke, das Dorfzentrum abzufackeln. Also die Wahrzeichen kaputt zu machen. Das scheint hier der Plan zu sein. Wenn das hier die Reinforcements verlieren, den Kampf. Aber da will man den Gegner einfach nur ausbremsen. Iron Magic, seine Wirtschaft läuft doch noch. Er kann nachproduzieren. Das ist für ihn nicht so das Problem. Und er killt bald das Dorfzentrum des Gegners. Das wehrt sich so gut es kann. Ist gut gefüllt, aber man sieht, die Heilung kommt mit dazu. Die Prälaten kümmern sich um die Einheiten. Wenn das sind, die Ritter sorgen immer noch für Ärger. Hier oben sorgt ein Bergfried für Ruhe tatsächlich. Die Dorfbauern haben einfach ein Bergfried reingeknallt. Dass die Goldader und der Wald hier und die Nahrungsquelle in Sicherheit sind. Und die Einheiten ziehen sich zurück von Caesar. Bedeutet aber für ihn zu Hause, sein Dorfzentrum ist bereits down. Ein Wahrzeichen weniger. Dorfbewohner wieder auf der Flucht, damit auch nicht arbeitsfähig. Gut, für Iron Magic ist gerade auch ein ganzer Teil offline. Seine Dorfbewohner tun gerade auch nichts. Aber das heißt, es werden auch keine weiteren Dorfbewohner gebaut. Das heißt, jeder Verlust tut umso mehr. Die Ritter versuchen jetzt nochmal irgendwie Kontoschaden zu betreiben. Ich meine, in einem 4 zu 2 sollten sie das auch gewinnen können. Außer da kommen noch weitere Reinforcements mit nach. Und die Truppe wandert halt immer noch weiter und denkt sich, ja gut, was machen wir als nächstes kaputt? Haben sich, glaube ich, für einen Moment überlegt, ob sie diesen Truppe jagen sollen. Diese Ritter, die von Caesar noch da sind. Weil Caesar kämpft weiterhin drum. Er gibt sich so schnell nicht auf, nimmt jetzt ein paar Dorfbrunnen mit. Mit weiteren Reinforcements sollte man diesen Run bei den Griff kriegen. Und hier geht man einfach das nächste Wahrzeichen an. Am Ende stehen alle drei Wahrzeichen hier direkt nebeneinander. Wenn die auseinanderfallen, dann hat sich das Spiel eh erledigt. Hier ist eben der Bergfried im Weg. Da wird weiter fleißig Ressourcen gesammelt. Kann Holz gesammelt werden. Wenn das hier die Nahrungsversorgung. Wurde auch ein bisschen ausgebremst. Ein paar Dorfbrunnen sind gefallen. Ein paar Dorfbrunnen sind untätig. Aber insgesamt läuft das halt doch noch gut genug. Und Iron Magic hat einfach überwältigende Feuerpower. Hat das zweite Wahrzeichen damit down. Somit hängt alles am dritten und letzten Wahrzeichen. Die Dorfbrunnen weiter in Bewegung. Und die Dorfbrunnen hier, wie man sieht, fressen sich weiter durch Ressourcen durch, weil Felder sind nicht drin für Caesar. Das heißt, er muss für die Nahrung wandern. Jetzt nochmal der Versuch, den Kampf hier in den Griff zu kriegen. Aber es sind so viele Sperrkämpfer hier mit drin. Es sind auch so noch Prälaten mit aktiv. Da gab es zumindest noch Johannas Champion. Also sie hat sogar Stufe 4 hier erreicht. Und damit eine Mördereinheit erschaffen. 716 auf diesem König Veteranenritter. Aber nicht mal das ist genug, wie man sieht. Selbst hier gewinnt Iron Magic den Kampf nach und nach und nach. Sticht sich durch den Champion durch. Johanna selbst steht noch. Die kriegt es aber als nächstes Sager. Bis es so weit kommt, es gar nicht mehr. Da ist das GG, das 1-0. Das geht hier an Iron Magic. War am Anfang noch ziemlich unter Druck, muss man sagen. Aber hat sich da dann rausgebissen aus der Situation. Und dann eben die Einheitenüberzahl nach diesem Fight war dann schon deutlich vorne. Hat die Führung einfach gehalten und am Ende der Gegner einfach abgeräumt. Hat quasi bedroht, entweder du gehst jetzt mal in den Kampf oder ich mache dir deine Wahrzeichen kaputt, eines von beiden. Und den Kampf hat er eben dann auch gewonnen mit den ganzen zusätzlichen Sperrkämpfern, war das nicht so das Problem. Er sieht so einfach auch mit weniger Ressourcen, man sieht ja, in dieser Zeit ist er weit und weiter zurückgefallen. Somit 1-0 für den Kanadier. So machen wir weiter im gequetschten, trockenen Arabien, offiziell die Küstenklippen, die Coastal Cliffs. Und wir haben einmal die Ayyubiden am Start für Iron Magic und die Mali am Start für Caesar. Mal sehen, was die beiden aus der Karte machen. Eben nicht so viel Platz zwischen den beiden.
Das heißt, man kann den Gegner etwas leichter bedrängen und angreifen. Vielleicht auch versuchen, Ressourcen zu blocken. Haus der Weisheit wird erstellt. Ich meine, hier werden wir den Manzersteinbruch bekommen. Vielleicht das übliche Wahrzeichen. Wir sehen das andere, den Handelsposten, eigentlich gar nicht mehr. Ja, Manzersteinbruch ist unterwegs. Auf der anderen Seite eben der Flügel. Und der Flügel wird der Klassiker tatsächlich, den wir bei den Ayyubiden die letzte Zeit oft hatten. Nämlich die Verstärkung, das heißt der automatische Wüstenplünderer alle 2 Minuten. Ansonsten wurden da eben noch Schafe gesammelt, Schafe abgegeben. Die Map hat mir da etwas schneller auch abgescoutet, weil es halt nicht so viele Sachen gibt, die man abscouten muss. Es fühlt sich einfach komisch an, diese gequetschte Karte, aber es ist einfach so, das ist das Design. Weil quasi nach Vorgabe von AOE muss die Karte quadratisch sein. Das ist halt eben eine Methode, um die Karte zu komprimieren mit der spielbaren Fläche. Ich weiß gar nicht, oder gibt's nicht? Ich glaube schon, dass sie quadratisch... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher tatsächlich, ob sie quadratisch sein muss. Ich habe mich noch nicht mit dem Map-Editor von AOE 4 beschäftigt. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Wüstenplünderer am Start. Weitere Stall noch für normale Reiter, die noch mit dazukommen. Das ist der Speerhält der Wache. Da geht's los mit dem Kamel. Was kann Iron Magic hier bewegen? Ihr seht auf jeden Fall, dass hier schon sehr früh jetzt bei der Baugruppe rausgebaut wurde. Jetzt sind auch keine Häuser drumherum, aber es sind trotzdem 35 Gold pro Minute. Der Speer hier währenddessen hat das Haus schon halb abgefackelt. Das kann man halt bei den Malien ziemlich easy angreifen, die Gebäude draußen. Man braucht halt nicht lange, um da anzukommen. Also Iron Magic wird hier Druck machen. Und für sie so ist die Frage, wie reagiert er da drauf? Es kommt erstmal ein Schießstand von ihm. Es wird ihm aber gegen die Reiter relativ wenig helfen. Hat dafür jetzt hier die Doppelmühle. Also er will sich eigentlich diesen, oder glaube ich, sein Plan war es einfach, diesen klassischen Malier-Aufbau hinzukriegen. Einfach die Viehfarmen, die Passive Economy in die Gänge bringen und dann ist man glücklich. Okay, der Versuch ist es jetzt hier stattdessen mit den Speerwaffen. Aber auch die Speerwaffen haben es nicht leicht gegen Reiter. Den Wüstenplünderer, ja, weil der hat nur Nahkampfrüstung, keine Fernkampfrüstung. Dem kann man richtig hart Damage reinpumpen. Allerdings, das Problem ist natürlich, die Reiter sind damit dabei. Und die sorgen dann für Probleme. Ja, da sieht man auch, Reiter kommt hier mit an, versucht den Speer zu unterstützen. Weitere Reiter wurden gebaut. Wenn ein bisschen Baugruppe abbrennt, das dauert noch. Der hinter Viehfarm, die erste ist geplant, aber das dauert noch, bis die wirklich online kommt. Auf der Seite jetzt ebenfalls ein Schießstand mit dabei für Bogenschützen. Also das ist jetzt Iron Magic, der Druck macht auf seinen Gegner. Etwas andere Dynamik als in Karte Nummer 1. Da war Iron Magic eine Defensive, jetzt geht's ab in die Offensive. Da die ersten Schwerfeuer, man sieht, der Reiter absorbiert einen Schwung davon. Im Moment genügend Speerwaffe gerade da und Donzo auch mit dabei. Die Donzos da sind eine wichtige Unterstützung, eine wertvolle Unterstützung. Magic zieht sich daraufhin erstmal zurück und nervt, arbeitet halt immer noch an diesem Haus. Das fehlt zum zweiten Mal gerade alle Hitpoints. Der Reiter macht das gar nicht mal mehr. Das Haus brennt, aber kann gerettet werden, es wird gerettet werden. Dafür kriegt die Baugruppe wieder was ab. Und die wird es wahrscheinlich nicht überstehen. Palisade kommt hier mit dazu. Sisor hätte dann doch ganz eine Ruhe hier unten. Da ist noch aber ein Reiter unterwegs, der da ein bisschen die Gegend abscoutet. FIFA haben ja 1 und 2 gebaut, aber nicht gefüllt. Das heißt, sie bringen aktuell wenig in Sachen Ressourcen. Und hier Baugrube ist immer noch das Ziel. Zweiter Wüstenplünderer ist mit dabei. Ein paar Speere fliegen noch. Also einfach das Gebäude kaputt gemacht werden. Gelingt am Ende noch nicht ganz. 100 Hitpoints. Dorfbund ist aber keine Bewegung, um das Ding zu reparieren bisher. Sollte noch drin sein, da kommen sie angelaufen. Also es sollte machbar sein, das Gebäude zu retten. Trotzdem ist es natürlich Ärger, den man als Caesar gerne vermeiden würde. Ja, dessen sammelt sich hier eben der Trupp weiter in Iron Magic. Lässt er noch nicht nach. Die Bärensteuer inzwischen weg, geht zu den nächsten. Das ist halt das nächste Thema, dass die Map komprimiert ist. Sie hat auch nicht ganz so viele Ressourcen. Man sieht, es gibt keine einzige große Goldader. Es gibt halt einen ganzen Satz an kleine und eben die kleinen Goldadern sind auch hier direkt der Konfliktpunkt. Diese zweite hier außen, wo man gerne weiter sein Goldeinkommen verbessern würde. Da kriegt sie so einiges an Ärger, aber die Sperrwaffe geben ihr Bestes, um das in den Griff zu kriegen mit den Donzos. In Kombination. Weiterhin Häuser sind geplant, um das Gebäude tatsächlich vernünftig effektiv zu machen. Ja, aber die Viehfarmen, die erste wurde jetzt mal so langsam gefüllt, aber ja, das ist deutlich später, als man das sich wünschen würde. Aber man wird halt auch ordentlich angegriffen, ordentlich belagert und das hört auch nach wie vor nicht auf. Iron Magic legt nach, weitere Bogenschützen, weitere Reiter und die Wüstenplünderer kommen ja eh. Alle 2 Minuten einer zusätzlich.
hier weiteres Haus fertiggestellt. Der Späher sieht das, dass die ganze gegnerische Armee hier durchläuft. Also der ganz frech wandert einfach durch, sieht, okay, da ist sehr viel Armee in Bewegung. Habe ich alles im Blick, tatsächlich auch wirklich auch die untere Gruppe hat im Blick. Kümmert sich da bisher sehr gut drum. Die Reiter wollen jetzt loswerden. Die Bogenschützen teilen mit aus. Der Späher erleidet, aber er hat noch 36 HP. Kommt damit erstmal durch. Steht hier ein Kampf, bevor es die Frage ist. Schmiede kommt auch noch mit in Betrieb für Iron Magic. Fernkampfschaden 1 als Upgrade. Währenddessen die zweite Baugruppe so langsam kommt sie vernünftig online. Viehfarmen, die erst jetzt vollgefüllt, die zweite teilweise und die dritte wird gebaut. Also es geht jetzt hier endlich voran. Es hat lang genug gedauert. Weil sich High Magic nochmal sammelt. Also er will das nach wie vor nicht einfach so aufgeben. Die Baugruppe hier vorne ist verlockend. Immer die Palisade hier ist fertig für Caesar. Hat 10 Speerwerfer, 11 Donsos. Dann ist es 16 Bogenschützen, 8 Reiter und die 3 Wüstenplünderer. Bald sollte Nummer 4 damit dazukommen. Er dauert sogar noch ein bisschen. Noch 40 Sekunden. Die Reiter können versuchen, sich an der Palisade zu schaffen zu machen. Und hier kriegen wir einmal Schmiede und Kaserne für den Spieler im Pink. Sammelt einfach alles hier an dieser Baugrube, was an Einheiten hat. Unten gibt es eben den Versuch, durch die Palisade durchzukommen. Dorfwohner laufen gerade ran, wollen das Ding reparieren. Armee kommt auch mit runter. Und hier oben gab es jetzt den ersten Rambock. Also es wird Zeit zuzuschlagen. Die Palisade sollte halten. Also wird jetzt die zweite Palisade angegriffen, dass die Dorfwohner eben mit der Reparatur von anderen beschäftigt sind. Aber das ist alles quasi nur Vorbereitung für das hier. Rambock fährt mal nach vorne, dass die Speerwerfer nicht so gut, die Donzos sind aber sehr solide dagegen. Aber währenddessen kommt halt der restliche Trupp auch mit dazu. Das heißt, man muss sich um zwei verschiedene Themen kümmern. Rambock wurde gesehen und jetzt für Caesar, Verteidigung muss organisiert werden. Da kommt auch seine Fernkampfrüstung, aber die hat es der Gegner zuerst. iMagic wird auch eine Zeit lang mit Upgrade-Vorteil kämpfen. Trotzdem, die Speerwerfer sind sehr mächtige Einheiten. Darf man nicht unterschätzen. Die Baugruppe ist die, die gerade kassiert. Die Donzos natürlich würden gerne das, die Belagerungswaffe angehen. Und die Donzos müssen immer aufpassen auf die Bogenschützen. Und die Reiter wollen natürlich diese ganzen Speerwerfer loswerden. Also jetzt der Fight hin und her. Die Donzos kassieren ein bisschen. Die Reiter gehen mal kurz in den Fight, kriegen ein bisschen Ärger, ziehen sie jetzt nochmal zurück, weil die Reiter sind ja dazu da, die Speerwerfer anzugehen. Das heißt, die Speerwerfer müssen sie ein bisschen nach vorne wagen. Davor kann man das nicht wirklich tun. Doppelter Upgrade-Vorteil ist gerade jetzt eben dafür ein Magic, das kann er weiter ausnutzen. Die Donzos werden aber weniger. Die Bogenschützen halten sich auf 22. Also iMagic hat sich hier einen richtig guten Fight erarbeitet. Militärisch deutlich vorne und zerstört jetzt zudem gerade die zweite Baugrube. Also Goldeinkommen von Caesar wird auch massiv ausgebremst. Währenddessen hatte ich hier Vieh ein bisschen auf dem Haufen. Das hat sich nicht gut verteilt. Somit er hat Viehfarmen, aber die sind nicht gefüllt. Läuft alles gerade nicht so optimal bei ihm. Und er kriegt auch sofort weiter Ärger. Die Reiter machen hier unten ihr Ding und oben der Rambock kloppt jetzt noch die Häuser aus dem Leben. Immerhin, es sorgt nicht ganz so die Blockade. Stück für Stück dann. Sonst ist die Bevölkerung noch verfügbar. Wenn die 4 Häuser fallen, wäre es tatsächlich soweit, dass man da ans Limit stößt. Währenddessen die Wüstenpünder ist ebenfalls mit Fernkampfvariante unterwegs, wobei der gerade komplett die Speersalve abbekommen hat und daran eingegangen ist. Die Reiter unten wurden auch wieder verscheucht. Reparatur kam ein weiteres Mal. Und der Rambock zieht sich auch zurück. Trotzdem, iMagic hat hier eben Druck nach vorne gemacht. Einen guten Fight hinbekommen, den Gegner einiges weggenommen. Und bei ihm zu Hause läuft es ziemlich gut, denn er kann sich jetzt den vollen zweiten Flügel leisten. Und es kommt der Wachstumsflügel. Es kommt tatsächlich mal nicht der Fortschritt für die Ritterzeit, das sieht man so oft. Aber nein, das sind die zusätzlichen Dorfbewohner, wie man sieht, und 100 zusätzliche Nahrung auf Bärensteuer mit Mühle. Problem ist, es gibt quasi keine Bärensteuer mehr, die man noch sammeln kann. Also das lohnt sich nicht großartig. Er sammelt da schon fleißig runter, das ist nicht mehr viel. Aber es geht hauptsächlich um die Dorfbewohner, um den Wirtschaftsboost, den er mit einem einzigen Schlag dann erhält. 8 Dorfbewohner ist ein ordentlicher Bonus auf seine 42, die er aktuell besitzt. Jetzt geht es dem Rambock an den Kragen. Donzos dafür wagen sie aber nach vorne. Bogenschützen wollen das entsprechend angehen. Die Reiter splitten sich wieder und wollen nach unten auf die Palisade gehen. Ja, und Caesar, jetzt hat er so langsam mit Bevölkerungskapazität zu kämpfen. Jetzt sind wir doch an dem Punkt angekommen. Und eben seine zweite Baugruppe fehlt ihm. Ja, das Palisade wird ein weiteres Mal angefackelt. Dorfbewohner kommt gerade rüber. Viehfarmen laufen jetzt so langsam. Also da geht zumindest was voran. Trotzdem, Ärger gab es genug. Und iMagic holt eben seinen nächsten Vorteil. Das wird die Ritterzeit sein. Dauert noch in dem Fall eine Minute. Die Donzos gehen nach unten, wollen die Reiter loswerden. Die Reiter ist noch ziemlich angeschlagen. Palisade brennt, wird aber repariert. Also kein Problem für sie. So, das hat er im Griff. Hier gibt es noch einen Außenposten mit oben drauf. Bärenstreuer, die paar, die da noch stehen. Und jetzt kommen die Bogenschützen kurz dabei. Das heißt, die Donzos müssen aufpassen, dürfen nicht großartig stehen bleiben. Den Fight gewinnen sie nicht ohne die Speerwürfe. Und allein die Meldung der Ritterzeit wird keine schöne sein für sie, so weil er selber kann sich das absolut noch nicht leisten. Die Reparatur läuft hier endlos.
um diese Palisade am Leben zu halten. Aber sie läuft und sie passt. Die Palisade hält weiterhin dicht. Wahrzeichen braucht immer noch ein bisschen. Und man sieht eben, jetzt fährt Sisu an die Bevölkerungskapazität. Muss also wieder gucken, dass er die Häuser nachlegt. Aber ja, das ist halt, dass ihm halt alles fehlt. Das wären schon mal 30 mehr, wenn er die ganzen Häuser hätte. Hat er aber halt nicht. Ist das Ärgernis. Und gleich ist das Wahrzeichen für Iron Magic online. Der nächste Flügel online. Ja, da sieht man, da kam gerade nochmal die 100 Nahrung drauf. Also auf die Bärenschläuche, die noch existiert haben. Aber die hat er halt komplett weggesammelt. Das heißt, es hat sich wirklich nur noch auf die Bärenschläuche hier ausgewirkt. Und das sind 3 Stück. Also er hat da 300 Nahrung oder so bekommen. Gut, wenn er die hier rankommen würde, würde er das auch bekommen, aber die sind so weit weg. Schwierig, da tatsächlich was zu tun. Und nächster Schritt geht in die Upgrades. Zudem kommen Ghulam. Und gegen die Ghulam haben es die Sperrwaffe deutlich komplizierter. Dagegen fühlen sie sich nicht mehr so souverän. Auch die Donzos können da dann wenig helfen. Also die Ghulam werden eine Problemeinheit. Mehr dessen die Sperrkämpfer. Wenn nicht die Sperrkämpfer, die Bogenschützen kriegen ihr Stufe 3 Upgrade. Der Schmiede tut sich auch noch was. Und Caesar hat nicht die Möglichkeiten, so schnell auf die Ritterzeit zu gehen. Der pusht jetzt seinen Gegner. Arbeitet sich jetzt nach vorne, aber ja, mit jeder Sekunde, die verstreicht, wird Iron Magic hier stärker. Der Tech-Vorteil wird sich jetzt hier sammeln und das wird eine Herausforderung für Caesar. Er hat zwar gut was an Nahrung schon angesammelt, aber ihm fehlt es einfach an Gold. Und hier der Rambok, unterstützt von ein paar Reitern, versucht hier noch für Ärger zu sorgen. Also komplett eigener Angriff hier vom Rambok mit den Reitern zusammen. Die Reiter schnappen sich die Dorfbewohner. Da sind auch so viele Dorfbewohner gerade hier in Bewegung. Also das ist auch alles andere als gemütlich für Caesar, was ihr abgeht. Da wird auch das Vieh zerstört, weil das ist halt nochmal Gold, das es quasi kostet. Die Vieh-Farmen sollen zerstört werden. Die Armee steht hier draußen, würde gerne angreifen, aber kommt dann einfach keinen Zentimeter vorwärts. Das macht Iron Magic bisher sehr, sehr gut. Er wird jetzt seinen Rambok verlieren, aber er hat trotzdem es noch geschafft, die Vieh-Farmen kaputt zu machen. Eben Dorfbewohner wurden dabei aufgehalten. Da stehen auch immer noch ein ganzer Satz jetzt gerade untätig rum. Das tut richtig hart weh für die Kondi. Hier die Truppe wird den Kampf, je länger geht, nicht gewinnen. Oder nicht wahrscheinlicher gewinnen. Denn jetzt sind die Ghulam mit dabei. Schwer gepanzert. Eine 4-5 Rüstung. Das heißt, nichts von diesen Truppen macht wirklich herausragend Schaden an denen. Und sie hat einfach noch nicht die Möglichkeit, da gerade eine Antwort dafür zu finden. Also außer weglaufen bleibt ihm wenig Optionen. Er jagt hier immer noch die Reiter. Die kann alle zerstören. Aber seine Wirtschaft hat damit genügend Schwierigkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt. Er hat 600 Nahrung und 500 Gold. Also hat jetzt die Hälfte der Nahrung, die er braucht, um auf die Ritterzeit zu wechseln. Selbst dann bräuchte er noch Upgrades. Oder tendenziell Armbrustschützen, um das hier in den Griff zu kriegen. Also in dem Fall hat es ja gar nicht, hatte die Speerwaffe. Das heißt, sein bester Plan wäre Speerwaffe nächste Stufe oder Bogenschütz mit Giftpfeile. Wären für die Malia auch eine Idee. Aber das ist halt, da reden wir von einem ganz, ganz weiten Plan. Da muss das Wahrzeichen fertig werden, da müssten die Bogenschützen abgequält werden, da mussten Giftpfeile her für 500 Gold, was das kostet. Und Iron Magic steht halt schon bei der zweiten Baugrube ein weiteres Mal. Immerhin, er hat dieses Mal keine Rambok mehr dabei, aber er kann Dorfbrunnen angehen. 63 zu 50 in den Dorfbrunnen. Fulani-Pfach ist jetzt unterwegs. Er wird jetzt gebaut, aber wie gesagt, das dauert. Und nicht sicher, ob das Zeit ist, die Caesar unbedingt hat. Denn die Armee von Iron Magic, ja, sie ballert einfach fleißig mit ihrem Bogen gerade auf. Die paar Ghulam kommen jetzt mit rein in die Schlacht und da kommen natürlich noch weitere Reinforcements irgendwann mit dazu. Das heißt, die Armee hier in Pink muss engagieren, lange bevor der Tech überhaupt tatsächlich ready ist und die Upgrades reinprasseln. Weil die Sperrwaffe, man sieht, dass sie machen einen guten Job gegen die Bogenschützen. Die Ghulam werden jetzt auch langsam weniger. Es braucht ja wirklich so viel Arbeit, diese Ghulam klein zu kriegen. Nicht sicher, ob sie groß weniger werden. Tatsächlich nicht. Es sind immer noch 15, jetzt sind es mal 14. Also es braucht so viel Arbeit, einen einzigen Ghulam zu Fall zu bringen. Währenddessen stirbt die ganze eigene Armee weg und jetzt fällt hier ein Magic Effense Gebiet seines Gegners ein. Kann damit noch mehr blocken, kann damit theoretisch Gebäude angehen, kann wieder mal die Baugruppe zerstören, da wird erstmal eine Mangel produziert. Und für Caesar, das Leben wird nicht leichter. Meine Fulani-Pfach kommt gleich. Immerhin ein Trost, das fährt auch seine Nahrungsversorgung ein deutliches Stück nach oben. Mit dem ganzen Vieh, das jetzt passiv nochmal mehr Ressourcen erzeugt. Problem ist, wie lange hält seine Gold hat überhaupt noch? Wenn ich die angeklickt bekomme. Ach, und er ist noch 800 Gold drauf. Das heißt, er muss eigentlich hier vorne am Gold wieder Fuß fassen können, wo es gerade den Ärger gibt. Nicht sicher, ob er das kann tatsächlich. Er hat zwar die Baugruppe noch, aber er kann halt kein aktives Gold sammeln, weil das Ding sammelt er Stück für Stück leer. Und er braucht das Gold für die ganzen Upgrades. Da kommt jetzt mal das erste, Stufe 3 für die Speerwerfer. Und den hat er auch noch am meisten mit 14 Stück. Aber ja, hier Häuser gehen wieder zu Bruch. Baugrube soll kaputt gemacht werden. Die Nahrung hier kann man nicht sammeln. Die Probleme werden nicht besser. Hier gibt es schon Felder bei Iron Magic. Und er sammelt gerade die Reliquien ein, einfach weil er es kann, weil er nichts Besseres zu tun hat. Er macht die von Ärger und da ist sogar das Manianik mit dabei. Das heißt, es fliegt Feuer. Es fliegt sehr, sehr viel Feuer. Entsprechend gefährlich für die ganzen Gebäude. Gerade für viele Gebäude, die auf einem Haufen stehen. Das Manianik natürlich auch gefährlich für die Einheiten. Auch wenn es da nicht wirklich viel Schaden macht. Das sind einfach die Masse an Steine, die da prasseln. Der Schaden, der sich dann verteilt, Stück für Stück, auf eine sehr, sehr große Fläche. Eigentlich könnte Iron Magic immer noch easy hier die ganzen Häuser wegräumen. Oder er könnte die Produktionsgebäude angehen, wenn er wirklich wollte.
einfach draufhalten, die Gegner aktiv belagern. Reinforcements folgen nach. Reliquien werden eben Stück für Stück gesetzt. Er hat schon 4 Stück davon. 4 von 5 Reliquien auf der Karte. Einzig D5 denkt hinter der Palisade ab. Das ist der Grund, warum er die nicht bekommt. Und da besucht man den Gegner. Genau dafür ist das mal nicht schön. Wo die Nahrungszentrale des Gegners ist, einfach mal draufhalten und damit alles zu Fall bringen. Das Vieh ploppt dann raus aus dem Gebäude. Der Netten strömt hier in den Kampf. Moment, die Stufe 3 Upgrades sind da für Caesar, aber er hat halt viel, viel weniger Netten. 26 zu 53. Aber die Schmiede-Upgrades ist auch nicht wirklich besser. Im Gegenteil, deutlich schlechter sogar. Da kommt jetzt nochmal ein Sofar mit. Aber selbst der Sofar kommt nicht mehr wirklich ran ans Manianik. Das lebt noch immer. Das kann nochmal auf die Gebäude austeilen. Ja, und ein Stück an Schaden regnen lassen. Meine Nick kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen Ärger. Aber es lebt auch nach wie vor, kann immer noch austeilen. Ist immer noch eine Gefahr für die ganzen Speerwerfer, die da rumstehen. Dieses Vieh, währenddessen flieht ein bisschen, wird es dabei zuschossen. Geweihter Sieg wird aktiv, also Allmagic, ihm geht's so prima. Er hat 25 Dorfbewohner mehr. Er bremst den Gegner wirtschaftlich da mehr und mehr aus. Je länger er hier gerade abhängt und Schaden macht. Und zu Hause geht's für ihn besser und besser. Hat 700 Nahrung, hat schon 1000 Gold wieder angesammelt. Völkungshändisch geht noch was. Das Caesar kämpft wirklich ums Überleben. Hier an seinem Dorf zum Beispiel schon die ganze Zeit. Das meine Nick ist immer noch mit dabei. Es landet jetzt hier einen ordentlichen Treffer in die ganzen Speerwerfer. Und ist die Frage, kann Caesar das retten? Das macht wirklich nicht den Eindruck. Es fühlt sich sehr drückend an, was hier gerade passiert. Dass er Magic einfach nicht locker lässt und sein Gegner zermürbt Meter um Meter. Und da ist es ja die Zermürbung auch erfolgreich. Da kommt das GG. Und damit holt iMagic das 2:0 in dieser Serie. Die Küstenklippen für Caesar sah das nicht mehr so angenehm aus. Also er kam eigentlich nie so wirklich in die Gänge, wie sich das gewünscht hat. Wurde dann nochmal abgeräumt, eben bevor die Ritterzeit bei ihm wirklich dazu kam. Hatte dann einen Fight, den er aber, er musste halt auch irgendwie kämpfen. Er konnte sich nicht einfach nur in seiner Basis verstecken. Das ist als Malier sehr, sehr schwierig. Da läuft ihm halt der Gegner davon. Und somit wurde sein Leben immer elender, bis dann iMagic ihm dann nochmal den Todesstoß gegeben hat und somit Matchball-Situation für iMagic. So landen wir auf Holy Island. Engländer jetzt für Caesar und Japaner für iMagic. So, was hat Caesar noch im Repertoire? Für ihn sieht natürlich die Lage jetzt etwas kritisch aus. Lustigerweise die Map natürlich jetzt sehr ähnlich gegenüber den Küstenklippen. Aber hier gibt es tatsächlich Fische, die man auch sammeln kann, Häfen, die man auch bauen kann. Aber eine ähnliche Fläche von der Karte ist eben hier Wasser. Aber zugängliches Wasser ist eben ein Unterschied. Und das macht die Dynamik komplett anders. Hybridkarte und hier sofort Hafen plus auch Palisade, dass man seine Ruhe hat. Aber beide gehen in den Hafen, also soll es keinen frühen Ärger geben. Man kann das mit den Engländern machen. Kaserne plus Vorhut Waffenknechte ist natürlich eine Option. Aber haben wir in dem Fall nicht. Beide erstmal mit Basisaufbau, Hafen, Holzfokus, dass man Fischerboote sich leisten kann. Und dann geht es erstmal in die Wahrzeichen. Also entsprechend wird hier Masse rangeschoben. Dorfbrunner haben wir noch den Baum weg. Dann geht es nach hinten, dass man genügend Holz hat fürs Holzfällerlager. Da macht man dann weiter. An der Schmiede wird Stein gesammelt. Bekommt ein bisschen Holz mit, ein bisschen Stein mit dazu. Wenn man das Gold sammelt so rum, dass das richtig rum ist. Man ist das Hirn verwirrt. Und ja, für beide geht es die Ressourcen Stück für Stück. Ist die Frage, ob iMagic sich tatsächlich die Goka-Gemeinde jetzt hier dazu holt. Hat man eine Zeit lang gesehen, aber die Koka-Gemeinde wurde ein bisschen genervt. Aber hier wäre jetzt eine Hybridkarte, wenn dann hier die Option dafür. Und da kommt sie auch. Koka-Gemeinde wird gebaut. Also wir werden Shinobi kriegen. Auf der anderen Seite Ratshalle für Langbogenschützen. Wenig überraschend natürlich jetzt dann mit der Feuerzeit wird dann auch der Kampf ums Wasser, um die Fische interessanter. Da kann man mehr Ärger drum machen. Kann Kampfschiffe reinschicken. Es gibt auch hier schon, wie man sieht, jeweils einen zweiten Hafen. Weitere Produktionsstätte. Timing ist ein bisschen schneller hier für Caesar. Ist schneller in der Feuerzeit. Baut ja einmal einen Langbogenschützen, baut einmal den Hulk, die Hulk. Und ja, Koka-Gemeinde läuft jetzt eben so, man bekommt den Schnobi immer noch umsonst, aber er braucht jetzt halt eben seine Bauzeit. Das heißt, man muss einmal 23 Sekunden warten, bis er tatsächlich da ist. Der kann natürlich helfen, im Hafen anzünden, dafür wäre er ganz wertvoll. Aber ja, Schlacht um die Häfen wird hier das interessante Thema. Wobei, hier gibt es zu Land auch noch ein bisschen Bewegung. Langbogenschützen, dagegen ist der Shinobi nicht sonderlich gut. Jetzt sind 80 Hitpoints und absolut keine Rüstung. Da geht es ihm da eher schlecht. In dem Fall die Pfeile gerade gegen eher auf den Speer als auf den Shinobi. Der Reiter hilft jetzt mit aus. Die Schiffe halten sich erstmal noch zurück soweit. Und die Langbogenschützen, ja, die sind jetzt ebenfalls nicht in der Lage nach Hause zu kommen. Dafür sind sie zu langsam. Der Reiter würde sich darum kümmern. Damit hier der Versuch, einen Dorfbewohner mitzunehmen, sollte aber nicht funktionieren. Der Bogenschütze stirbt zuerst. Ein bisschen Arbeitszeit hat es gekostet, aber alles nicht so wild. Und da haben wir ja auch schon die ersten Tiefseefische leer. Man wandert weiter, aber der Ressourcenweg wird länger. Und die Fischerboote müssen sich einmal neu orientieren. Wirtschaftlich 40 zu 37, das führt iMagic ein kleines bisschen. Macht jetzt hier Ärger Richtung Goldader. Der Shinobi lebt tatsächlich noch, nicht sicher wo er rumstreunt.
da schon drum mit dem Speer tatsächlich zusammen. Wie gesagt, er kann einen Hafen anzünden und damit auch die Produktion im Hafen lahmlegen. Das ist das Schöne in der Sabotage, jetzt legt halt auch das Gebäude lahm. Neue Einheiten, die sie so jetzt auch bauen muss. Shinobi läuft da weit außen rum. Oder er schnappt sich hinten ein paar Dorfbewohner. Das wäre eine andere Option, wenn man hier vorne Ärger macht. Verlängerte Leinen kommen für iMagic. Aber das iMagic trotzdem fokussiert sich sehr viel auf seine Eco. Also mehr Kapazität und mehr Sammelrate für die Fischkutter. Für die Fischerboote. Da haben sich die beiden sehr schnell durch ihre Tiefseefische durch, muss man sagen, die sie da zur Verfügung haben. Und man, das geht jetzt ja auch schon sehr, sehr zügig Richtung Ritterzeit, wenn er das möchte. Die Nahrungsversorgung ist natürlich mit dem Upgrade nochmal deutlich stärker. Kommt noch einmal Schießschaden. Das sind tatsächlich Marine-Schießschaden im Normalfall. Genau, das ist um den Hafen zu verstärken. Da kommen tatsächlich, also Hafen Nummer 3 mit Schießschaden, Hafen Nummer 4. Man arbeitet sich näher zum Gegner ran. Das ist noch für mich nicht verwundlich, wenn da noch mehr Fischerboote damit rankommen. Weil es gibt auch einen Punkt, da hat man genügend Fischerboote, da will man gar nicht noch mehr bauen. Das ist dann einfach Overkill. Weil hier Außenposten wird erstmal nichts, aber Reiter kommt von der Rückseite. Reiter kommt einer von der Front, lenkt ein bisschen den Sperrkampf ab, oder die Sperrkampf ab. Bogenschützen werden zerlegt. Und dann sind die Sperrkämpfe hier im Alleingang unterwegs. Und der Speer muss auch noch aufpassen, der Bogenschütze muss aufpassen. Man jagt einfach durch die Truppe durch, der Truppe hinterher. Und der Bogenschütze wird es auch nicht überstehen. Sie ist auch währenddessen, er hat zu sehen ein bisschen mehr. Hat dreimal die Hulk und zweimal hier die Kriegsschunke ist auf dem Feld. Zudem auch ein Brander und Galeeren mit am Start. Das ist eine größere Flotte hier, aber die wird nicht aktiv verwendet. Die wird eher für die Defensive verwendet. Wenn das leiden hier die Dorfbewohner, leiden hier die Bogenschützen. Und das hat sich ein Magic eben wirtschaftlich ein bisschen abgesetzt. 700 Nahrung hat er bereits, aber er hat nicht das Gold, um in der Ritterzeit zu gehen. Die ersten Samurai kommen jetzt mit dazu. Das sind hier eben die Häfen. Und einmal die Marine-Schießscharten, um die beiden anderen Häfen quasi auch mit zu unterstützen. Da jetzt mal einen Außenposten, um den Dorfbewohnern zu helfen. Jetzt kommt aber auch mehr Flotte für Iron Magic mit dazu. Also plant er jetzt einen Angriff. Er hat so viel, er hat 800 Nahrung. Also wirklich absurd viel. Kann das gar nicht vernünftig verräumen. Kasernen damit dazu. Produktionsgebäude. Und immer noch in der Schmiede warten. Ab geht's erforscht. Und wieder, die Reiter sind dran an der Goldader, an den Dorfbrunnen. Das könnte auch ein Dorfbrunner kosten. Gibt's den ersten Kill auf den Dorfbrunnen? Ja, erster Dorfbrunner fällt. Ja, das ist der Gegenangriff, sammelt sich hier. Der Shimobi sieht das mit dem Speer. Und hinten steht jetzt auch ein Samurai mit dabei. Und das werden auch mehr. Da sieht man tatsächlich, die Flotte ist in Bewegung. Es sind einfach ein paar Tschunken, die Fischerboote versenken wollen. Einmal Schiffe versenken spielen. Weil Fischerboote mit einer Salve von 4 kann man recht gut klein machen. Die Dorfbewohner kriegen nochmal Ärger. Das kostet nochmal einen Dorfbewohner zusätzlich. Dafür kostet es aber auch den ersten Reiter. Die anderen kriegen auch ein bisschen Ärger. Die Fischerboote trauen sich nicht näher ran. Da kommen nochmal, sind das, das ist normale Schießschaden. Das heißt, das ist hier im Außenposten tatsächlich. Die Netten hier laufen weit außen rum. Aber die Shinobi und der Shinobi mit den Samurai als Kollegen, die werden für der Truppe eventuell gleich gefährlich. Weil die schwere Kavallerie bezwingt man jetzt nicht so leicht. Die schwere Infanterie natürlich. Kavallerie ist es nicht. Beritten die Shinobi gibt es erst ab Zeitalter Nummer 3. So, trotzdem wird die Jagd mal wieder angesetzt. Der Shinobi fällt als erstes. Aber die Samurai sind auch da und die Samurai sind gefährlich. Also erstmal Rückwärtsgang ist angesagt. Für Seesaw kommt nicht so wirklich da voran. Seeschlacht ist auch noch nicht losgegangen. Also beide halten sich da immer noch sehr landfokussiert. Das wird zwar zu sehr einiges, oder wurde einiges vorbereitet, aber es wird nicht aktiv verwendet. Hier nochmal kurz den Snipe ausgepackt gegen den Reiter. Aber da kommen noch mehr Reiter mit dazu. Iron Magic eben nach wie vor in der Wirtschaft vorher zu viel Nahrung. Einfach. Also er kriegt seine Nahrung nicht verräumt, das ist eher sein Problem. Er hat viel zu viel davon. Die Sperrkämpfer stunnen hier nochmal die Reiter. Trotzdem jagen sie weiter hinterher. Die Hoffnung, diese gesamte Armee ausschalten zu können. Aber die Sperrkämpfer können wieder umdrehen und die Reiter auseinandernehmen. Den Speer erwischt es jetzt. Und er weiter der Rückwärtsgang für Seesaw zurück in die eigene Basis, an die eigene Basis. Wirtschaftlich ist jetzt mehr dran, aber jetzt tatsächlich, ja, mit dem Gold, mit dem Marktplatz. Und dann kommt das treibende Tor, wird Zeit für ein Zeitalter zusätzlich. Für weitere Upgrades. Natürlich auch die Option mit den Yorishiro, die Reliquien, die man einsammeln kann. Mehr Möglichkeiten. Natürlich auch wichtige Upgrades für die Schiffe werden da tendenziell freigeschaltet. Gerade der gepanzerte Rumpf. Mehr TP auf die Schiffe und die höhere Fangkampfrüstung. Da kann man sich den Kampf deutlich leichter machen. Und wenn der Gegner da nicht mithalten kann, wird das ziemlich schnell ziemlich ungemütlich. Und das wird Seesaw betreffen. Er kann jetzt zeitlich nicht mithalten. Zumindest er kann die Reiter hier einfach mit direkt Dorfbewohnern abhalten. Eine Salve nach der anderen fliegt da gerade auf den einzelnen Reiter. Und er hat nur noch 9 Hitpoints. Schafft es da zwar mitten durch, aber mehr Scouting-Infos hat er nicht gesammelt. Und los geht's mit der Ritterzeit. Kein schönes Signal für Seesaw, der aber inzwischen sich wirtschaftlich abgesetzt hat. Muss er trotzdem die Ressourcen herstellen. Da kommt auch sofort. Erste Priorität ist der gepanzerte Rumpf.
20 Sekunden, bis die Schiffe alle stärker sind. Da wurden auch einige vorbereitet für Servette gerüstet. 7 Kriegsschunken zu 7 mal Hulk. Zudem noch die normalen Schunken mit dabei. Deine Brande ist mit am Start. Und hier die Samurai versuchen, die Stellung zu halten. Davon gibt es auch jetzt wieder ein paar mehr. Ist Yorishiro nicht sicher, wo es verladen wurde? Es wurde hier in die Schmiede gepackt. Das heißt, es ist ein Goldgenerator geworden. Da wird einmal das Dorf nochmal upgradet auf die nächste Stufe. Und die Schiffe haben jetzt eben ihr Rüstungsupgrade und ihr TP-Upgrade. Trotzdem will man das noch nicht nutzen, um nach vorne zu pushen. Es ist Caesar, der hier nach vorne geht. Caesar will es tatsächlich versuchen. Geht mit seinen roten Schiffen nach vorne und eben auch mit Infanterie ist auch recht weit vorne aufgestellt. Ist die Frage, ob er dafür eventuell die Quittung kassiert, weil der Gegner hat die stärkeren Schiffe. Meint gut, der erste Kampf läuft noch nicht so schlecht. Junken gegen roten Schiffe ist jetzt nicht so spektakulär für die Junken. Aber wenn der Rest der Flotte mit ankommt, kann Iron Magic eigentlich zurückschlagen. Er hat die gleiche Masse hier. Zudem auch die Marine Schießstadt. Da wird es nochmal von den Fischerbooten ein bisschen was zu senken. Jetzt ist der Konterpush eben angesetzt. Fähigkeit wurde nicht gezündet, um den daher zu schippern. Aber er bleibt, oh, er bleibt stehen. Gefährlich für sie so hier. Kurzes Stehenbleiben der roten Schiffe und prompt fliegen hier die Großpfeile rein. Er versucht währenddessen seinen weißen Turm durchzuziehen, damit sein Wahrsein auch fertig wird. Aber ja, es dauert noch eine ganze Weile, bis er das Upgrade haben wird. In der Zwischenzeit hat Iron Magic deutlich mehr Militär, weniger Economy. Aber er sammelt ein ordentlich großes Trüppchen hier. Auch mehr Samurais, Stufe 3, weitere Fernkampfrüstung. Und jetzt wird eben hier Richtung Häfen gepusht. Da sind auch 3 Sprengstoffschiffe mit dabei. Und die normalen Junkies sind eben auch noch mit am Start. Und das ist halt einfach, dieser Upgrade-Vorteil ist halt bedeutend. Man sieht 90 Hitpoints mehr. Also die Hulk brauchen massenhaft mehr Feuerpower, um da durch einen gegnerischen durchzukommen. Weil das hier wird die Infanterie jetzt ebenfalls gejagt von den Samurai. Einmal hinterherlaufen. Und einfach draufkloppen, wenn es zum Kampf kommt. Das heißt hier, die Fischerboote leiden dann auch. Wie sie das hat, das Sprengstoffschiff erwischt. Eigene Sprengstoffschiff ist mit dabei. Da geht es an die Fischerboote. Und ja, das Trumpf-Upgrade, das dauert halt noch 20 Sekunden. Und das sind eklige 20 Sekunden, wie sie so, weil er ist mehr oder weniger gezwungen, hier zu kämpfen. Es ist schon an seinem Hafen dran. Er muss auch aufpassen auf die Sprengstoffschiffe. Erstmal eins vorne mit dabei. Kann auch eigene mit dazu holen. Wobei aktuell wird keins gebaut. Es sind so viele roten Schiffe. 10 zu 11 auf dem Feld. Infanterie bekriegt sich eben währenddessen auch. Auch da hängt Caesar hinten dran. Also das Zeitfenster ist für einen Magic einfach gerade sehr, sehr gefährlich. War sehr, sehr mächtig für ihn in dem Fall. Und da kommt die Verkupferung. Noch höhere Rüstung für seine Schiffe. Aber das ist das Spezialupgrade sogar. Bei den Japanern. Bin mir nicht sicher, in welchem Hafen es gerade stattfindet. In einem der 4. Oder auch nicht. Nee, ist das nicht im Hafen? Oder noch einen Hafen, den ich nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall wird da ein Upgrade erforscht. Ich sehe es bloß einfach gerade nicht, wo es in Produktion ist. Wir sehen es auf jeden Fall oben. Mit den Reinforcements kann sie so zumindest den Fight halten. Problem ist die Infanterie. Die battelt sich hier gerade an seinem Wahrzeichen. Ja, das Wahrzeichen battelt so viel Schaden durch, dass die Samurai dann trotzdem nach und nach drauf gehen. Die Flotte hat sich auch zurückgezogen. Nein, da ist Schiffproduktion. Da ist es. Ja, das ist Spezialupgrade für die Japaner. Zusätzliche Fernkampfrüstung und Feuerrüstung auch. Gerade die Junken machen da nicht mehr so viel Schaden. Das hilft tatsächlich den eigenen Sprengstoffschiffen, dass sie die gegen die feindlichen Bogenschützenschiffe länger durchstehen. Solche Waffenkette auf Samurai. Trotzdem, Iron Magic hat mehr Militär und möchte das weiter nutzen. Belagert hier den Hafen. Und pusht auch weiter nach vorne. Zumindest jetzt das Rüstungsupgrade ist mit dabei, beziehungsweise das Spezialupgrade mit drauf. Das heißt, diese Schiffe, ihr habt eine 6er Rüstung auf den Kriegsschunken. Und ja, sie balanciert einfach. Sie farmen sich hier wirklich durch. Durch die gegnerischen Schiffe. Die Flotte von Caesar schrumpft und schrumpft. Hat da gerade nicht viel gegen zu melden. Iron Magic drückt sich richtig aggressiv hier rein, aber es funktioniert aktuell. Die Fischerboote kommen jetzt mit zur Hilfe, reparieren Wasserzeug, aber dabei werden sie auch massenhaft versenkt. Jedenfalls währenddessen campt hier einfach die Häfen ab, dass da nichts Unterstützung kommt. Sprengstoffschiffe werden jetzt gebaut, also Brander kommen wieder zu. Sprengstoffschiffe kommen auch auf der anderen Seite. Die wollen jetzt da gerade vorbeifahren. Auch die, wie man sieht, haben diese Zusatzrüstung. Also auch die sind nochmal gefährlicher dadurch. Crashen da jetzt ein bisschen mitten rein. Da wurde hingegen ausgewichen. Und Caesar hat zu See einige Schwierigkeiten. Zumindest hat die kürzeren Reinforcement-Wege, kann sich damit etwas besser halten. Die Samurai währenddessen machen den Weg in die Dorfbewohner. Denn wirtschaftlich sieht Caesar, wenn alles arbeitet, immer noch besser da. Militärisch hat er immer noch die große Herausforderung, die er in den Griff kriegen muss. Am Holz gibt es jetzt eben den Stress. Währenddessen hat sich Iron Magic 3 Reliquien bereits geschnappt. Und die 4. ebenfalls, die 5. liegt auf der Insel. Also er hat alle Reliquien. Nein, hat er noch nicht. Da fehlt noch eine. Das sind 5 tatsächlich an Land. Eine 6. ist auf Wasser. Trotzdem, die Samurai sind hier noch mittendrin. Belagern die Dorfbewohner, belagern die Felder. Die Einheiten, die Waffenknette versuchen, das in den Griff zu kriegen. Aber es ist nicht einfach. Diese Samurai sind sehr problematisch. Und ja, sie fighten. Sie fighten einfach am Dorf. Zumindest ist ihnen herzlich egal. Hauptsache, es wird der Gegner ausgebremst. Weil Magic wirft ein paar Einheiten rein. Wirtschaftlich hat jetzt überholt wieder sein Gegner. 77 zu 71. Zieht sich jetzt aber erstmal zurück. Da draußen gibt es ein zweites Dorfzentrum.
Wenn das nicht hier sieht man eben schon durchrennen mit den Reliquien. Yorishiro auch ins Bauernhaus. Und da eben der eine Schrein mit den drei Reliquien. Also ja, gute Goldunterstützung. Und Sisor versucht es zu sehen mal. Er hat 9 Rotenschiffe zu 8 beim Gegner. Hat aber viel weniger Bogenschutzschiffe. Da steht es 2 zu 7. Und Sprengstoffschiffe hat er auch keine mit. Doch, er hat 3 Stück mit dabei. Der Gegner baut aber auch gerade. Ist also hier mit drin. Trotzdem gefährlich, wie man sieht. Gott, wie viel die aushalten können, die Sprengstoffschiffe. Wollen natürlich die Connection auf die Rotenschiffe. Da machen sie am meisten Schaden. In dem Fall nicht ganz gelungen. Trotzdem haben der Gegner wieder weggescheucht. Wirtschaftlich eben jetzt ein bisschen angeschlagen für Caesar. Und versucht sich ja, oder muss sich ja gleich wieder mit den Samurais rumschlagen. Neue große Masse sammelt sich. Okay, weite Städte geht gerade auch noch an Iron Magic. Er schnappt sich einfach mal wieder die Map. Und hier zieht er eine Steinmauer rein. Also er ist auf der vollen Offensive. Trotzdem versucht er hier schon Wege zu blockieren. Mit dem zusätzlichen Dorfzaum kann er natürlich auch wirtschaftlich sich noch weiter ausbauen. Einfach die Jagd angesetzt auf die Waffenknechte. Gut, denen fehlt auch noch das Ge- oder haben sie doch? Die haben geharnischt inzwischen. Mit den Schmiede-Upgrades, da ist geharnischt drauf. Also sie haben ihre bessere Rüstung. Also sie sind schon gut stark selbst, aber die Samurai machen einem trotzdem Angst, vor allem wenn so eine Masse angerannt kommt. Es sind halt 31 zu 19. Das ist einfach ein gutes Stück mehr da. Erstmal eine Sammelrunde, da nochmal das Upgrade. Das Odachi. Noch mehr Damage. Den Fall gegen Infanterie. Paar Samurai chillen hier. Moment der Ruhe jetzt gerade. Aber Caesar musste schon etwas ausweichen. Geht durch die nächste Goldader durch. Hat dann hier eine große Goldader. Gibt es jetzt Steinmauer versus Steinmauer. Super, beide blockieren hier den Handelsposten. Weitere Upgates werden immer noch gefunden für Magic. Und er schießt natürlich Richtung Zone der Bevölkerung. Bei Caesar geht es auch so in die Richtung, aber ist noch nicht ganz so weit. Braucht er noch ein bisschen mehr Strecke. Ist erst bei 150 Bevölkerung. Holt sich gerade noch die eigenen verlängerten Leinen. Dass seine Nahrungsversorgung über die Fischerboote nochmal besser läuft. Ich meine, das ist auch einiges, was da reinkommt. Aber ja, da kommt der große Ärger vorbei. Oben, da wird einfach nach, weiter nach oben ausgewichen. Da steht auch einmal das Kloster. Das ist die eine Reliquie, holt er sich damit ein 4 zu 1 in Reliquien. Die Samurai greifen jetzt hier an den Feldern an. Dorfbewohner ziehen sich erstmal zurück. Kann man hier einfach das Dorfzentrum abfackeln? Es sind so viele Samurai hier. Und die Mühle wird als erstes angegangen. Und die Felder ebenfalls einfach abfackeln. Das sind auch die Priester mit dabei, die noch gegenheilen können. Man kann hier einfach alles an Gebäude abgehen. Und wie gesagt, Caesar hat sich so weit nach oben gehangelt, dass sie hier unten wenig Präsenz hat. Marktplatz fällt, die Häuser kann man abreißen. Das wird eklig und eklig. Also das, ja, am Anfang ist es noch okay, der nervt halt ein bisschen. Und inzwischen ist es ein Problem. Je mehr Häuser da fallen, je mehr Felder da fallen, geht halt auch richtig Holz kaputt. Das ist jetzt oft sogar der Versuch, das Wahrzeichen selbst zu zerstören. Die Samurai fackeln mal drauf los. Das Dorfzentrum leidet. Es sind Waffenknechte in der Gegend. Ambuschützen waren gerade gebaut. Ja, die Priester gehen weit nach vorne, kassieren den Schaden als allererstes. Ja, das sind gerade mehr Steinmauern eingezogen von einem Magic, also will da einfach die Map mehr und mehr blocken. Könnte auch versuchen, ob er ein Transportschiff baut und versucht, die zweite geweihte Stätte einzunehmen. Shinto-Priester hätte ja mehrere, aber die stehen alle hier vorne. Die stehen hier alle vorne an der Front. Ja, Magic lässt sich da ein bisschen reinlocken, der Bannerträger fällt dabei. Die Ambuschützen in größerer Menge sind dann doch gefährlich. Aber mehr dessen, die Steinmauer wird weiter und weiter gebaut. Und ja. Wenig überraschend mit den ganzen Ressourcen. Es kommt die Burg der Krähe. Das Defensivwahrzeichen. An der großen Goldader, an der geweihten Stätte. Ist noch nicht viele Dorfkrone hier, aber er hat ja Zeit. Auf der Gegenseite des Caesar kann sich das noch nicht so schnell leisten. Hat jetzt erstmal seine Steinmauer hier fertig. Und wandert mal mit seiner Armee trotzdem nach vorne. Er trifft halt auf 42 Samurais. Die Burg. Noch ist sie nicht da. Sagt er, was ist da noch möglich für Caesar? Er pusht jetzt nach vorne. Wird dann auch mal sehen, okay, da steht eine Mauer. Wenn er weiter nach vorne geht, steht da plötzlich ein Wahrzeichen. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es dauert auch nicht mehr lange, das fertig zu kriegen. Und die Samurai können, glaube ich, den Kampf lang genug verzögern, um das zur Fertigstellung des Wahrzeichens zu bringen. Weitere Upgrades folgen. Wirtschaftsupgrades auch für Caesar. Wirtschaftlich jetzt 98 zu 89. Iron Magic ist eben bei 200 Bevölkerung. Und jetzt hat er seine Burg. Das heißt, da rein pushen, er schlägt sofort die erste Rakete ein. Macht keinen Spaß, da rein zu pushen. Und hier kriegt man eben die Schatzkarawanen. Noch eine Schmiede mitnehmen, dass man das große Gold sammeln kann. Hier nochmal ein Tor mit rein. Die Steinmauer wird nach und nach geschlossen. Gott, der dauert ewig, aber sie macht Fortschritte. Hier, wenn, es sind Felder da. Also die Engländer der Nahrungsversorgung wird jetzt auf Felder umgeswitcht, zumindest mehr und mehr. Imperialzeit lässt immer noch auf sich warten. Es ist erstaunlich ruhig, das Game von Iron Magic, obwohl er gerade wirklich schon die 200 Bevölkerung hat und sich das Geld bei ihm stapelt. Aber er hat erstmal noch Elite-Upgrades. Ja, da kommt auch Schmiede Stufe 4. Dann einmal Nahkampfrüstung 3 und auch
Fernkampfrüstung, also quasi Maximum für die Samurais. Elite fehlt dir noch, das Elite-Upgrade, das kommt wahrscheinlich hier. Genau, Elite-Samurai mit dabei. Gut, auch die Onabu Geisha werden jetzt geupgradet und da kommt auch einmal Oda-Taktiken für noch mehr Hitpoints und noch mehr Damage für die Nahkampfinfanterie. Die Oda-Taktiken. Und zudem auch mehr Fackelschaden. Das heißt, er kann sich wirklich versuchen, durch die Wahrzeichen durchzubrennen, wenn er mehr Fackelschaden macht, 20%. Also, der Upgrade-Paket ist unterwegs. Samurai Masse 43 lässt sich aber gerade ein bisschen auseinander trennen, weil da steht dann doch plötzlich sehr viel Gegner. Und einer von den beiden hat Fernkampfschaden. Also, das ist eine reine Nahkampftruppe zu Land hier für iMagic. Stellt sogar hier die ganze Produktion auf. Wartet mit den Dorfbauern auch hier nach vorne. Ist das, um Steine zu sammeln? Da hatte ich was anderes vorne. Er will hier einen Außenposten setzen. Aber da wurde vom Gegner gerade schon ausgerümpft. Der Palast kommt jetzt auf der Gegenseite. Wird auch hier mehr defended. Gott, da kommen immer noch mehr Upgrades einmal dafür, die zusätzlichen Yorishiro. Also da fließt so viel Gold gerade rein, aber iMagic kann sich das leisten. Samurai sind unterwegs. Sie sind aber noch nicht Elite. Ihnen fehlen noch ein paar Sekunden. Ah, jetzt. Jetzt kommt gleich ein Schlag nach dem anderen. Ja, jetzt sind sie Elite. Das Upgrade kommt noch. Und ihre Schmiede-Upgrades nehmen jetzt auch maximal mit 8er Rüstung und 21 Damage. Und hier wird jetzt einfach eine Burg reingeklatscht. Nachts bei Außenposten wird mit der Burg noch heute um Kanonenstellung wieder zu. Um diesen Weg massiv zu blocken. Und auch ja, die gegnerische Goldader blocken wir damit. Und dann wird das Goldader technisch für Caesar gar nicht mehr so einfach. Die hier hinten hat er bereits weggesammelt. Er hat hier die noch vorne, die wird von seinem Palast geschützt. Und die hier unten, wo aber die gegnerische Armee die ganze Zeit hinwandern kann. Ja, jetzt kriegen die Samurai gleich zusätzliche Hitpoints. Aber der Palast ist mächtig in der Defensive. Auch Caesar braucht jetzt einiges an Gold, um seine ganzen Upgrades fertigzustellen. Dafür geht's. Okay, seine Flotte pusht nach vorne. Er will sie tatsächlich versuchen. Bisher aber wird er zurückgeschlagen. Oben eben, die Burg ist da. Das heißt hier, die Konstellation, da wird man die ganze Zeit beschossen. Und die zweite Gemeindestätte wurde jetzt eingenommen. Also der Plan war tatsächlich, und die Reliquie nimmt auch noch gleich mit, wenn er da ist. Also ja, iMagic krallt sich wirklich alles. Und ja, da kommt mit dem zusätzlichen Fackelschaden seine nächste Aktion ist es, die Häfen einfach abzufackeln. Die Schiffe kommen jetzt zurück. Die haben es natürlich rausgewagt, um anzugreifen. Aber hier wird einfach gnadenlos die Häfen abgerissen. Erster bereits weg, zweiter bereits weg, dritter kriegt ebenfalls Acker. Es sind vier Häfen gesamt da. Die Samurai-Masse kriegt man auch nicht so schnell nieder. Und die Flotte von iMagic kommt nach vorne, um die ganze See hier anzugreifen. Dafür die Waffenkette wollen die ganzen Samurais loswerden. Also ein Snipe-Versuch auf die Häfen, dass der Gegner keine Reparatur und keine Reinforcement-Stelle mehr hat. Das ist hier der Plan und das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Zudem auch keine Abgabestelle mehr für die Fischerboote. Da pusht die Flotte nämlich jetzt ran. Und damit ist noch keine Brander möglich. Es sind zumindest noch drei da. Irgendwann im Getümmel. Die Samurais dafür opfern sich für die ganze Geschichte. Aber iMagic kann sich das leisten. Wie weit der Sieg läuft, er ebenfalls. Also, er kann einfach das Spiel aussetzen. Ja, hier wird es einfach geballert, geballert, geballert. Brander kommen nochmal gut von der Seite. Die machen richtig viel Schaden. Die Brander haben richtig massiv eingeschlagen. Trotzdem eben Caesars Nahrungsversorgung zu See wird damit lahmgelegt. Also, da geht nichts mehr weiter. Und die Samurais. Ne, da sind jetzt die Onabu Geisha drin. Und trügen wie wild um sich. Und da kommen noch mehr, weil die Steinmauer wurde geöffnet. Dafür kommt jetzt einfach ein Schwall an Einheiten reingelaufen. Wobei der Palast farmt jetzt erstmal Kills. Das ist so ein massives Defensivfahrzeichen. Da kommt jetzt einmal noch das Upgrade für den Sprengstoff. Mehr Schaden für die Brander noch mit dazu. Die schippern hier nach vorne, aber es ist ein bisschen übermütig. Schaffen sie nicht mehr ran an die gegnerischen Schiffe. Die Samurai laufen aber immer noch durch und können für Ärger sorgen. Und eben hier strömen immer mehr Einheiten rein. Es ist einfach ein Wusel, was iMagic hier erzeugt. Es ist nicht mega reich. Der Triborg nervt. Die Burg wird angegriffen. Die Burg schießt aber auch über den Wald drüber, um die Dorfbewohner zu treffen. Triborg fällt und der Triborg ist damit down. Welche die Außenposten bekriegen sich gegenseitig, er wird auch mit einer Kanone aufgerüstet. Aber der wird gerade schon massiv beschossen, er hat nur noch 700 Points, dem geht es eh nicht mehr so gut. So, was passiert sonst noch? Die Flotte geht wieder nach vorne und fängt die Flotte von iMagic ab. Wirtschaftlich ist mega viel untätig. Auf beiden Seiten war das gerade der Fall. Weil das auf einer Seite das besser, die Kanonenstellung versucht zu helfen. Die Samurais kommen jetzt hier mit dazu. Hier kommen die Dorfbewohner, wird angewandert. Hier blinkt es einfach überall. Da sind ebenfalls Samurai drin, prügeln wild um sich, prügeln sich mit den Waffenknechten. Das sind Onabu Geisha, Entschuldigung, sind nicht mal Samurai. Die Samurai sind hier noch unterwegs, prügeln sich mit den Armbrustschützen und nehmen hier, ja, nicht sicher, was sie genau formen. Sie wandern einfach gerade durch. Hier die Flotte pusht weiter nach vorne, da kommt Spirit Reinforcements mit dran. Das heißt, die Flotte wird hat so viele Sprengstoffschiffe, die ein Magic hier reinbringt. Er will einfach nur die ganzen Hulks loswerden, den ganzen roten Schiffe versenken. Ein Crash nach dem anderen, um das alles wegzukriegen. Und das passiert auch so langsam, aber stetig. Wenn das nicht hier die Samurai sind, wird nicht gestoppt. Hier ist noch ein paar letzte Einheiten übrig. Und da sammelt sich die nächste Infanterie. Sehr säbeln sich die Onabu Geisha gegen Waffenknete durch. Einfach die Masse ist da vorhanden. Und da kann man von hier auch mehr Ärger machen. Die Schiffe jagen aber immer noch die Fischerboote, gerade von iMagic. Wirtschaftlich 76 zu 99. Es ist irgendwie komplett kurios geworden, dieses Game. Die Position oben eben wird nach und nach von den violetten Gebäuden gewonnen. Hier gab es einen neuen Marktplatz, aber hier strömen einfach Einheiten rein. Es ist einfach eine endlose Flut an Einheiten. Die Dorfbewohner kommen auch mit dazu. Es sind nicht massenhaft Steine da, so Burgen können gebaut werden.
Da wäre gerade die Universität unterwegs für den Spieler in Orange. Aber siehst du, sein ganzes Süden geht mehr und mehr verloren. Seine Reifen werden auch gerade vom Rest des Gebiets abgetrennt mit dieser Burg, wenn sie fertig wird. Dorfton gibt da sein Bestes. Wo ist das Militär? Das jagt hier gerade die nächsten 900 Burgesha in Horde wirklich. Es werden weitere Leute nachgelegt. Der Außenposten ist geknackt. Das Steintor leidet als nächstes. Oder die Dorfbrüder, wenn sie gesehen werden. Da laufen beide drei Einheiten aus der Produktion. Und ja, zu See tut sie nicht mehr viel. Da wurde einfach nach und nach jetzt alles versenkt. Wenn das nicht arbeiten, zumindest noch die Fischerboote. Die Junke versucht ein bisschen was zu tun, aber auch die wird gerade aus dem Leben gerissen. Und währenddessen aber die Burg wird fertig. Das heißt, die Burg steht schon mal an zwei der Wahrzeichen. Und ja, die Burg hat sofort ihren Feuerwerksangriff. Sorgt damit für Probleme. Kann die Wild um sich schießen. Und die Einheiten hinten könnte man in Bewegung setzen. Und damit auch die andere Goldader wird gerade geschnappt. Also Goldader wird es nicht leicht. Goldader technisch wird es nicht leichter für sie. So, er sammelt auch kein Gold mehr aktiv. Er sammelt noch Nahrung, er sammelt noch Holz. Passivgold hat, er hat kein Umzäunen, das heißt, er hat nicht mal Passivgold, was über die Felder bekommt. Und hier der Palast wird nach und nach von den Bombarden eingerissen und er bröckelt auch gleich. Geweihte Signal 5, das ist so viel los und es ist einfach zu viel, muss man sagen, für Caesar. Und da ergibt es sich dann auch. Also wenn ihr das 3-0 für Iron Magic, der wenn er mal auftritt, ist er wenig zu bremsen. Zumindest hat Caesar keine Antwort für seinen Gegner hier gefunden. Damit qualifiziert sich Iron Magic als nächster Spieler. Caesar ist damit noch nicht raus, er kann sie im zweiten Qualifier noch versuchen. Und ja, aber auch hier... sich ein Magic war die meiste Zeit unter Kontrolle, auch wenn dieses Mal Caesar grafentechnisch etwas näher dran war. Er hat einfach nicht die Kontrolle über die Karte, nicht die Kontrolle über die Situation. Und ein Magic hat einfach mehr und mehr und mehr Vorteile gestapelt und irgendwann dann sein Gegner wirklich niedergerannt mit massenhaft Einheiten. Ja, zweites Qualifizierungsmatch von den insgesamt 8 Stück. Ich hoffe, dass ich alle machen kann. Das muss ich jetzt mal sehen, ob ich an alle Replays komme. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.